Grüßt meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelodum. Alola und herzlich willkommen zum letzten Part Pokémon Sonne und Mond. Mir ist hier ordentlich kalt. Ich bin ja auch auf der Spitze des höchsten Berges von Alola. Und heute werden wir in einem langen Part uns zur, wie ihr dort seht, Pokémon Liga begeben. Und alle vier plus 1 Trainer herausfordern und zum Champ der Alola-Region werden und diese Let's Play-Reihe mit einem wundervollen Sieg beenden. Ich würde mal sagen, starten wir direkt mal los. Was machen die hier? Tritt ein, möge der Sieg dein sein. Tritt ein, möge der Sieg dein sein, der sagt genau dasselbe. Ja, willkommen zum 57. Part Pokémon Sonne und auch zum letzten Part. Und da empfängt uns Professor Kukui in der Top 4. Nicht 3, nicht 5, sondern 4. 4 Herausforderungen erwarten dich. In jeder Region stehen an der Spitze der Pokémon-Liga 4 irre starke Trainer. Die sogenannten Top 4. Also habe ich auch 4 Trainer auserkoren, die ersten Top 4 von Alola zu werden. Und du musst jeden von ihnen besiegen. Erst dann darfst du wieder nach draußen. Außer natürlich, du verlierst mittendrin. Klingt großartig. So ist's gut. Wenn du nervös wirst, überträgt sich das sonst auch auf deine Pokémon. Du machst das schon. Bleib locker. Ich erwarte spannende Pokémon-Kämpfe mit starken Attacken. Ein heftiger als die andere. Viel Glück, Zwergfürst und Snobbelikat. Ja. Heute wird dieser Part ein wenig länger sein. Ich weiß noch nicht wie lang, aber erwartungsgemäß wird er die Stundenmarke überschreiten. Das ist auch nicht weiter schlimm. Es gibt ja auf YouTube die Option des Einhaltens. Also ihr könnt das Video jederzeit anhalten und es an einem späteren Zeitpunkt weitergucken. Das ist jetzt nicht das Problem. Also ihr könnt euch den Part unterteilen. Ich werde das vermutlich so machen, dass ich jetzt den ersten Trainer, den zweiten Trainer, den dritten Trainer und den vierten Trainer und dann den Champ mache, ist ja logisch. Aber ihr könnt das gerne so machen, dass ihr den ersten und den zweiten Trainer euch aufteilt und dann den zweiten und den dritten und dann den Champ sozusagen in drei Teile, in drei Parts euch aufteilt. Bei mir wird es ein Part sein. Ja, wo starten wir? Ich würde mal sagen, links beginnen wir, dann arbeiten wir uns nach rechts fort. Das erscheint mir ganz logisch. Dann legen wir los, links rein. Und wer wird unser erster Trainer sein? Oha! Und dieser Rücken kommt mir sehr bekannt vor. Halla! Gleich erlebst du wahre Nervenkitzel! Halla, der Inselkönig von Melle Melle. Der Weg ist versperrt. Ja, wir können nur noch siegen oder verlieren. Hier kommen wir nicht mehr raus. Ich würde mal sagen, unser Team ist aufgeheilt. Ja, das ist es in der Tat. So. Tränke habe ich mir auch genug besorgt. Belieber auch. Ich habe mich eingedeckt mit allen Dingen. Auf geht's in den ersten Top 4 Kampf gegen Halla.
Ich bin Haller, der Inselkönig und Mitglied der Top 4 gleichermaßen. Glaub ja nicht, dass ich auf dich Rücksicht nehmen werde. Das habe ich nie erwartet. Auf geht's in den ersten Kampf der Pokémon Top 4. Top 4 Haller fordert dich heraus mit 5 Pokémon. Hariyama, okay. Wir haben hier Lea im Angebot. 54 und 37, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ultimativ. Und da würde ich gerne mal gegen John tauschen. Falls die Wetzlauch-Regeln übrigens vorher irgendwann mal gegelten haben sollten, die sind jetzt außer Kraft getreten. In der Pokémon-Liga gelten die natürlich nicht mehr. Können wir uns es nicht mehr leisten, irgendein Pokémon wegzuschicken. Und das heißt, dies ist das finale Team. Im Bestfall gewinnen wir damit die Top 4. Nahkampf. Okay, das sieht nicht so schön aus wie John. Aber genug Beleber haben wir hier dabei. Ja, ob es genug sind, weiß ich nicht. Es sind einige. Und was nun? Ich würde mal sagen, Lea. Ja, gut, zu erwarten ist es nicht, dass Lea es schafft, aber ein Teil, ein bisschen was kann Lea schon mit Schlitzer anrichten. Nicht viel, aber ein wenig. Ja, und das war sehr zu erwarten. Los, Ben! Hätte eigentlich einen Beleber einsetzen sollen mit Lea, aber gut. Hab ich gesagt. Donnerschock. Okay, ja. Hatte mir mehr erwartet, aber. Okay. So, ich setz dann schnell mal einen Beleber ein, wenn es recht ist. Einen KP habe ich ja noch. Ben fängt an zu verzweifeln. Beleber auf John. Ups. Nicht auf Ben, auf John. Quatsch. Also Ben wurde besiegt. Ich würde mal sagen, Lukas muss noch mal kurz herhalten, weil ich gerne noch einen Trank auf John einsetzen würde. Psychokinese darf er auch mal einsetzen. Das hat sogar was gebracht. Vielleicht können wir sogar mit ihm kämpfen. Ich fahre ihn jetzt zu erreichen, Level 56. Das ist gut. Aber wir haben erst einen Pokémon von 5 besiegt. Unser Team muss einen noch ein bisschen halten. Caravelle, was zum Geil ist das? Und jetzt weiter Psychokinese ein. Könnte effektiv sein. Aber auch eben nicht. Kostümspuk. Das kennen wir mittlerweile. So. Aber jetzt ist Kostümspuk vorbei. Heißt es siegen oder verlieren? Sieht mehr nach verlieren aus. Auf jeden Fall. Psychokinese war dann doch effektiver. Kaijutsu und Solgaleo habe ich jetzt noch und einen Halb gehalten. John,
Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Das ist ein Eis-Pokémon, ich würde mal sagen Nachthieb. Hätte ja sein können. Zettattacke, auweia. Ich hätte vielleicht vorher noch ein bisschen trainieren sollen. Denkt er nicht. Dominant Faust, Schläger. Das passt auf jeden Fall zu Haller. Tja. Solgaleo. Das sieht sehr schlecht aus. Wir haben im zweiten Pokémon gerade nur noch selbst zwei Pokémon. 10 Kopfstoß. Sitzt auf 10 Kopfstoß. Ach, wird zurückgezogen. Los. Solgaleo. Okay. Das ist schlecht. Soll aber sehr effektiv sein. 10 Kopfstoß. Weiterhin. Aber ja, was sind das für effektive Attacken? Und das erste der Top 4. Volle Power, los! Costurso wurde besiegt. Lass das bitte nicht den leichtesten der Top 4 sein. Ich weiß es natürlich nicht. Ich bin die Top 4 noch nie durchgegangen. 10 Kopfstoß. Los, Solgaleo. Zack. Jep, das war effektiv. 3 Pokémon haben wir schon. Das sieht gut aus. Level 56 für Solgaleo. Und Caravelle, den hatten wir doch schon mal, oder? 2 Pokémon hat er noch. Jep, der ist schon halb besiegt. Ich aber auch. Deshalb müsste ich mal taktischerweise mal einen Top-Trank einsetzen, von dem ich 10 dabei habe. Ich weiß, es ist ein bisschen wenig, aber mehr Geld hatte ich nicht. Muss irgendwie gehen. Oha! Und das ist schlecht, mein lieber Specht. 10 Kopfstoß, eventuell. Ja, hat was gemacht. Sieht so aus, als hätte der nur noch ein Pokémon. Könnten wir eventuell hinkriegen. Quappo ist sein letztes Pokémon. Das sieht gut aus. Ich versuche es mit 10 Kopfstoß. Bin optimistisch. Ja. Ah, nein, nicht ganz. Noch ein wenig. Achso, Rückstoß. Hat sich selbst besiegt. Und wir haben den ersten Top 4 Typen besiegt. Jetzt müssen wir nur noch das Team wieder aufheilen. Und dann hoffen, die anderen drei zu besiegen. Ich konnte mir einen guten Eindruck davon verschaffen, wie stark dich deine Inselwanderschaft gemacht hat. Zwangfürst gewinnt 11.000 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den ersten Top 4 Trainer, der da war, Haller, der Inselkönig von Melebelle, hervor. Etwas Revolutionäres kann nur entstehen, wenn man das Neue mit dem Alten vereint. Und in unserem Kampf eben, Jung gegen Alt, da spürte ich förmlich die Revolution. So, auf geht's zum zweiten. Und das Schwert verbindet sich mit der Mitte. Ihr seht einen leuchtenden Strahl zur Mitte hin. Und 3 stehen noch vor uns. 3 Trainer müssen wir noch besiegen. So, aus irgendeinem Grund habe ich jetzt nur noch 3 Top-Tränke und jede Menge Beleber. Das ist schlecht. Ich habe mich sehr schlecht vorbereitet. Aber gut, wir werden ja sehen, was kommt. Gehen wir auf zum nächsten. Und dann muss ich das halt zusammenschneiden.
werde euch auf keinen Fall die Top 4 zweimal zeigen. Also wenn ich jetzt nach diesem Kampf verliere, nicht nochmal die ersten beiden zeigen, sondern so zusammenschneiden, dass ihr alle vier Kämpfe hintereinander seht. Wie viele Anläufe es mich auch kosten wird. Los geht's zur zweiten Herausforderung gegen Mailer. Keine lange Vorrede, jetzt wird gekämpft. Auf geht's, würde ich sagen. Mein Team ist wieder komplett geheilt. Wahrscheinlich kann ich danach jetzt mein Team nicht mehr komplett heilen. Aber vielleicht muss es das auch nicht. Wir werden es sehen. Sie hat wieder 5 Pokémon. Top 4 Mainer fordert dich heraus. Relikant. Okay. Ich habe natürlich wieder Lea ganz vorne. Ist eigentlich nicht so toll. Ich tausche mal lieber gegen John. Das Pokémon meines Vertrauens. Lass mal aussehen lassen, als ob der erste Versuch wäre. Los, Wasserschuriken. Okay. Ach, die Schläferattacke schon wieder. Sonder sind so. Vielleicht schafft er es diesmal. Ah. Scheiße, jetzt brauchen wir wieder einen Aufwecker. Einen Aufwecker. Wo hab ich meinen Aufwecker? Zack. Aufwecker. Was? Schon zurückgerufen. Das ist in der Regel nicht so gut. Das ist kein gutes Zeichen. Auweia. Ein Wasserschuriken. Können wir vielleicht auch das hier einsetzen. Los. Das soll ja sehr effektiv sein. Ich weiß zwar nicht, was hier sehr effektiv heißt, aber das hier scheinbar. Na toll, Paralyse. Auf dem Wasser-Pokémon. Los. Um Wasserschuh riechen. Es bringt scheinbar etwas. Noch einmal und dann haben wir es, glaube ich. Juwelenkraft. Mist. Okay, das geht. So, Wasserschuriken, sei bitte nicht paralysiert. Kann ich angreifen? Na toll. Sandsturm. Auch super bei einem Wasser-Pokémon. Ja, super. Los, komm. Wasserschuriken. Zack. Zack. Noch ein paar Mal. So. Muss möglich sein. Ach Mann, oder wir kommen dann noch ein ganz kleines Stückchen. Mann. Ist auch noch der Schaden vom Sandsturm. Los. Noch einmal. Top-Genesung. Och nein, Mann. So ein Spielverderber. Ich muss das Glück nochmal einsetzen. Oh, das dauert hier wieder ewig. Diese Kämpfe dauern hier so ewig lange. Wasserschuriken. Zack. Kann davon nicht einer mal ein Volltreffer sein. Bei Sandsturm bringt das scheinbar auch immer weniger. Na toll. Ja, jetzt hat er mich. Da hätte ich drauf achten müssen. Sulgaleo. So, eigentlich ist hier gerade nichts effektiv, aber ich habe eine neue Attacke. Lichtkanone, habe ich mal zugebracht. Nö. Kann man vergessen.
Okay, Sandsturm legt sich. Die Z-Kraft. Das bringt die. Schwarzes Loch des Grauens. Das ist die Unlicht-Z-Kraft. Die soll ja nur effektiv sein. Was heißt nur effektiv? Aber gut. Die soll gar nicht der Z-Attacke. Schwarzes Loch des Grauens. Nö. Wie eigentlich ein Sonnen-Pokémon Unlicht machen kann. Oh, da ist es weg. Sehr gut. Paralyse. So, jetzt nochmal Knirschen, denke ich, dann ist das doch hoffentlich mal getan. Sandsturm, ja komm, setz deinen Sandsturm ein. Knirscher. Das ist hier wirklich ein sehr steiniger Kampf. Ist ja auch die Steinstrainerin. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Was kommt jetzt? Wolverock. Na, wunderschön. Lichtkanone soll ja sehr effektiv sein. Laut Anzeige, los, Lichtkanone. Ist bloß die Frage, was sehr effektiv heißt. Kann leicht täuschen. Scheinbar scheint es hier zu funktionieren. Los, Lichtkanone. Und du bist das besiegt. Nice. Ein nicer Dicer. Scheint gut auszusehen. Ach, das Pokémon, was wir schon mal hatten. Und das Ding. Ist das auch auf Lichtkanone? Allergisch. Hydropumpe. Nein, 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 nein. Lichtkanone. Siehst du, John wäre da jetzt schon hinüber. Los, komm, noch ein bisschen. Einmal 10 Kopfstoß. Nein. Wusste ich nicht, dass der zuerst einsetzt. Ich dachte, ich habe Chance. So, Galileo, ich hole dich bald zurück. Los, Lucas. Du kannst es schaffen, ihm den Rest zu geben. Es sei denn, sie jetzt, gibt ihm jetzt einen Trank. Das wäre jetzt nicht so schön, aber nicht zu verhindern. Los, ja. Haben wir. So. Rokara. Zwei noch. Okay, das ist in der Regel nicht so schön. Schattenstoß. Das ist ein kleiner Stein, aber ein sehr massiver kleiner Stein. Aus Diamanten. Das gefällt mir nicht. Das will mir nicht gefallen. Psychokinese. Was kann denn Diamanten besiegen? Feuer eigentlich. Eigentlich bräuchte ich mein liebes Dingens. Kostümspuk. Okay, mein liebes John bräuchte ich. Dunkelklaue. Gib dein bestes Lucas. Ich weiß, so ganz willst du es nicht fertig kriegen, aber. Du hältst zumindest die Attacken aus. Schattenstoß. Ja, nicht wirklich effektiv. Und komm, Psychokinese. Zack. Und bekämpfe so gut wie du kannst. Ja. Gut. Ich versuche es nochmal mit Dunkelklaue ein letztes Mal. Ja, zur Hälfte haben wir es. Lucas wurde besiegt. Danke, du hast gute Arbeit geleistet, Lucas. Jetzt ist John an der Reihe. Feuer könnte doch effektiv sein, oder? Nein, nicht wirklich. Was mache ich denn hier? Dann wird doch nichts. Die Juwelenkraft.
Weißt du, wer noch Juwelenkraft kann? Mein Mauzi, mein Snowbody Card, aber das habe ich hier gerade nicht zur Hand. Und setze meinen Top-Beleber auf Solgaleo ein. Muss halt einfach mal sein. Ich fürchte, den brauche ich nochmal hier in diesem Kampf. Versuch's aber nochmal mit Dark Lariat. Steht zwar nicht sehr effektiv drauf, aber. Naja. Besser als nicht. So, nochmal Flammenblitz. Ich weiß nicht effektiv, aber was soll ich denn tun? Ein Rückstoß, ja, super. Komm, es ist doch schon runtergebrochen. Noch ein wenig Flammenwurf eventuell. Ich könnte die Attacken eigentlich aufsparen für ein anderes Pokémon-Team. Ja, Verbrennung, das ist gut. Die Werte auch noch fort, wenn John besiegt ist. John wurde besiegt. Ja gut, verbrennt sich selbst und fast besiegt. Los, Solgaleo, gib ihm den Rest und besiegt das letzte Pokémon. Wenn ich richtig gesehen habe, wäre das jetzt das vorletzte Pokémon. Yep. 10 Kopfstoß. Das ist eigentlich nicht nötig. Hättest du auch Knirsch einsetzen können. Na gut. Doppelt schadet nicht. Doppelt hält besser. Jo, was? Da haben wir das letzte Pokémon. Mein Team ist ziemlich stark runter. Ich setze mal Lichtkanone ein. Ist zwar nur effektiv, aber was soll ich tun? Okay, dafür, dass es nur effektiv ist, hat es aber sehr viel gebracht. So. Versuch's mal mit Knirscher. Steht hier auch effektiv drauf. Boah. Könnte mir besseres vorstellen. Aber seine Angriffe bringen auch nicht wirklich was. 10 Kopfstoß. Zack, haben wir es bald. Die setzt bestimmt noch einen Trank ein. Bestimmt. 10 Kopfstoß. Los. Nein, setzt du doch einen Trank ein. Ja, geschafft. Den zweiten Trainer haben wir besiegt. Ob wir den dritten noch schaffen, das ist die Frage. Level 52. Top 4 Meiler wurde besiegt. Du bist wirklich beeindruckend. Du und deine Pokémon. Zerangfest gewinnt 11.000 Pokédollar. Du wirst so viel reifer als bei unserem ersten Treffen auf Akala. Du hast auf deiner Inselmannschaft wohl einige wertvolle Erfahrungen gesammelt, hm? Gut, dann setze sie jetzt auf deinen Siegeszug ein und setze jetzt deinen Siegeszug fort. Gut, den werde ich auf jeden Fall fortsetzen. Frage ist, wie erfolgreich er wird. Wir haben noch 3 Trainer vor uns, 2 von der Top 4 und den Champ. So gut. Das Team ist sehr geschwächt. So, 2 Pokémon müssen jetzt ohne Trank auskommen, weil ich spare jetzt ein bisschen an Tränken. Hier geht es scheinbar in eine weitere Herausforderung, in eine Psycho-Herausforderung. Hoffentlich sind wir ihr gewachsen. Die Herausforderung. Hallo, ich bin Snola, die Prinzessin eines uralten Volkes. Ja, wir können hier nicht mehr raus. Hilfe, ich will hier raus, ich will hier raus. Lass mich raus, lass mich raus. Na gut, bleibt mir nur eins übrig. Gegen sie zu kämpfen.
Onkel Yasuo meinte, dass es zwar eine Sache sei, sich von einem Kapo-Pokémon zum Inselkönig ernennen zu lassen, aber zu einem der Top 4 lasse er sich von niemandem machen. Das wäre ja noch schöner. Also muss ich jetzt hier richtig gut kämpfen, um einen würdigen Ersatz für Onkel Yasuo zu sein. Also wenn ich ehrlich sein soll, ich hätte lieber deinen Onkel Yasuo als Gegner, der war relativ leicht zu besiegen. Aber ich denke, auch das werden wir schaffen. Ob nun gut oder schlecht. Top 4, Lola fordert dich heraus. Alter Schwede. Vielleicht werden wir noch einen Versuch brauchen, aber... Ja. Irgendwann werden wir es schaffen. 56 und 54 müsste eigentlich klappen. Und Wasserschuriken. Ich versuch's mal. Zurückgeschreckt? Was? Vor so einem kleinen Klapser? Okay, das sieht gut aus. Perfekt. Da bin ich ein wenig beruhigt. Nicht komplett beruhigt, aber ein wenig. Zubiris wird zurückgerufen. Das ist nicht schön. Moruda. Was für ein Aslak ist das denn? Irgendwie ein Anker mit einem Lenkrad irgendwie verschmolzen. Was zum Henker? Wie kommt man auf so eine Idee in Game Freak? Sieht doch nicht mehr hübsch aus. Mag vielleicht stark sein, aber hübsch sieht das doch nicht mehr aus. Ja, es ist stark, wie wir gerade gesehen haben. Sulgaleo, ja, vielleicht kann es was anrichten. Das. Zehn Kopfstoß vielleicht. Das müssen wir mal wieder aufheilen. Aufladen die Attacken. Ein paar AP-Dingens habe ich ja bestimmt. Oh, das war ein Feuertreffer. Schön. Was? Wieso rufst du deine Pokémon alle wieder zurück? Da hast du so eine halb besiegten Dinger. Hat keine Wirkung. Na super. So, ich setze dann Stahlgestirn das erste Mal ein. Wenn ich darf. Okay, los. Könnte ja was bringen. Und Windy sah es wenigstens episch aus. Ja, es hat was gebracht. Zum Hieres wurde besiegt. Ich glaube, das ist das erste Pokémon, was wir hier besiegt haben. In diesem Kampf. John erreicht Level 59. Das ist gut. Kolossant. Weiterkämpfen. Ui, eine Sandburg. Die ist vom Typ Psycho. Ui. Setze Lichtkanone ein. Ich will auch so eine Sandburg haben. Wo gibt's die? Ich will mir auch so eine Sandburg fangen. Ich will auch mit Kolossant kämpfen. Ich bräuchte jetzt ein Wasserpokémon, was das wegspülen kann. Kann man Sand auch verbrennen? Dann wird es eigentlich zu Diamant. Das ist. Nee, zu Diamant wird's. Zu Glas wird's. Zu Glas wird's, wenn es verbrannt wird. Das ist eigentlich nicht so schön. Und Glas schneidet dich. Das ist. Was war das? Eine Art Schutzschild scheinbar. Versuch's mal mit Nitro-Ladung. Na komm! Ich weiß, du bist mittlerweile ein bisschen zu Glas geschmolzen, aber was machen wir denn jetzt? Habe ich mal gehört, dass Sand zu mit Feuer zu Glas geschmolzen werden kann. Kann sein, dass das wieder gefährliches Halbwissen ist, aber ich meine ja, kann man mal raushauen.
Okay, warum habe ich nicht früher Dark Lariat eingesetzt? Wäre gut gewesen. Tja, jetzt ist es vorbei. John wurde besiegt. Wen haben wir denn da noch? Lucas, Lea, Metalp, Attacke und Ben. Okay, ich setze mal den Lucas ein. Wird noch eine halbe KP voll. Finte, ich versuch's mal mit Finte. Ach du Kacke, das ist jetzt Attacke. Hoffentlich gilt's dir auf Kostümspuk. Jetzt will ich aber die letzte Attacke von einer Sandburg sehen. Ewige Nacht? Keine Sandburg, die den Tag zur Nacht machen kann. So eine Sandburg will ich haben. Ja, ein Kostümspuk. Nice. Ja, die Z-Attacke kannst du nur einmal einsetzen. Luke Klaue. Dürfte ich mal. Ja. Die Sandburg wurde besiegt. So viele Pokémon hat die noch. Wie viele Pokémon? Luke ist gleich Level 50. Leitsteiler. Und was ist Leitsteiler? Kann ich damit was anfangen? Nö. Brauche ich nicht. Ja, die vierte reicht Level 39. Das ist auch sehr gut. Moruda. Weiterkämpfen. Was? Wir haben erst zwei hier besiegt. Oh, Moruda, das war ja dieses Ding. Vielleicht können wir das auch irgendwie noch besiegen. Ist ja schon fast. So, Moruda ist auch besiegt. Wären es, glaube ich, nur noch zwei. Da waren es nur noch zwei. Prost, die hier. Oh, da bräuchte ich eigentlich schon. Haben wir den zur Verfügung? Nee, haben wir nicht. Den müssten wir wieder besiegen. Quatsch. Den müssten wir wieder beleben. Habe ich noch irgendwo einen Top-Beleber? Ich weiß, den darf ich eigentlich nicht so oft einsetzen. Da habe ich nur noch vier von. Aber riskieren wir es. Zack, Top-Beleber. So. Jetzt ist Lucas besiegt. John. Herein mit dir, John. So, ich würde mal vermuten, nur mal so eine vage Vermutung, dass eine Feuerattacke jetzt was bringt. Eine Eisattacke auf John jetzt nicht so sehr was bringt. Ja, Vermutung bestätigt. So, letztes Punkt, mein Herr, damit. Driftzepili. Kommt mir bekannt vor, dieser Name. Ach, das Ding. Ja, das kriegen wir auch mit der Feuerattacke kaputt. Nitro-Ladung zum Beispiel. Dachte ich zumindest. Joa. Und was war das denn nochmal, die Weiterentwicklung von Driftlon oder so? Wie ist das Ding? Ist jetzt nochmal Hyper Dark Crush ein zum Ende dieses Kampfes, weil es so geil aussieht. John hüllt sich in Z-Kraft. John nimmt alle seine Kraft zusammen und setzt eine Z-Attacke ein. Hyper Dark Crush. Mach's gut. Besiegt. Das war spitze. Oh Kacke, jetzt hat er mir auch noch Schaden zugefügt. Aber wir haben den dritten Trainer besiegt. Mussten, sind es nur noch zwei. Da waren es nur noch zwei. Also einer und der Champ. Den Champ muss man ja immer noch dazu berechnen, der stärkste sein wird. Logischerweise. So viel zu meinem Plan, dich wegzuputzen und selbst zum Champ zu werden. So. Auf wie zum vierten.
So, das wird dann wohl der sein. Heilen wir noch kurz mein Pokémon-Team und dann gehen wir da rein. Vierter Trainer, auf geht's! Den werden wir auch noch schaffen. So, wer ist denn das? Habe ich ja noch nie gesehen. Da bist du ja. Dann sehen wir mal, wessen Schicksal es ist, heute zu siegen. Das deine oder das meine? Sieht aus wie Flug-Pokémon. Ja, Federn, Flügel. Wahrscheinlich Flug-Pokémon. Kann man mal davon ausgehen. Es freut mich jedenfalls, deine Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Kaheli. Vor einigen Jahren habe ich auch die Inselwanderschaft absolviert und wurde daraufhin zum Inselwanderschafts-Champ. Ich bereiste die Welt mit meinen Pokémon, um meine Fähigkeiten als Golferin zu verbessern. Da kam mir eines Tages zu Ohren, dass nun auch in der Alola-Region ein Pokémon-Liga entstehe. Also bin ich zurück in die Heimat und nun werde ich dir zeigen, warum meine Pokémon alle solche Überflieger sind und warum es sich lohnt, hier den ganzen Tag in einem runden Kreis zu stehen und auf einen Trainer zu warten und nichts anderes zu tun, nichts zu essen, nichts zu trinken und einfach auf den Herausforderer zu warten. Recht hat sie, oder? Steht den ganzen Tag rum. Tut nichts. Da will ich aber jetzt mal die Begründung hören, warum sie das tut. Oha! Ein Metallvogel namens, na komm, Panzer-Eron. Okay, Flug-Pokémon, da sollten Flammenattacken schon, also Feuerattacken schon etwas bringen, denke ich mal. Nur mal so eine Vermutung. Robustheit, ach toll, das liebe ich doch. Jetzt noch einmal Dark Lariat ein, obwohl das eigentlich nichts bringt. Na doch, jetzt könnte es was bringen. Top-Genesung. Obwohl, ist ja nur effektiv, das ist keine Feuerattacke. Na wundervoll. Dafür wird Flammenwurf jetzt reinhauen, denke ich mal. Schlitzer allerdings nicht. Das ist sehr uneffektiv gegen meinen Pokémon. So, Panzer-Eron wurde besiegt. Das ging schnell. Drüfildis. Ich kämpfe natürlich weiter. Wieso sollte ich auch aufhören, mit John zu wechseln? Er hat mich noch kaum. Hat noch kaum was abbekommen. Ist kaum irgendwie verletzt und ist auch noch voll im Einsatz. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Vieh? Und was ist denn das für ein Heslon? Ach, eine Heslonine, wie es aussieht. Kann scheinbar sehr viel ab. Ein Grünfiel, dieses. Okay. Oh, Whisky Disky. Mir wurde verwirrt. Na, wundervoll. Ich scheue es nicht, meine Z-Attacke einzusetzen, obwohl die Hyper Dark Crusher ist keine Feuerattacke. Wer weiß. Na gut, komm. Irgendwas wird schon bringen. Los! Hey, Quatsch! Warte, nein, das kommt nicht. Jetzt noch ein bisschen. Eine Sekunde. Jetzt! Hey, Quatsch! Jetzt kommt's. John Cena! Ballons! Okay, das ist etwas enttäuschend.
What the fuck? Was macht der dort mit seiner Attacke? Alter Schwede. Sieht aber gefährlich aus. Flammenblitz vielleicht? Ich kann es einmal... Och nein. Wollte gerade sagen, ich kann es einmal riskieren, aber... Nein. Schiete doch nicht so. Dein Scheiß. Trinken. Ich setze doch auch keinen Trank ein. Siehst du mich einen Trank einsetzen? Nein. Sei nicht unfair. Mann. Glaubt man hier kaum. Spezialangriff bringt. Ja, ist mir egal. Das ist mir sowas von egal. Komm schon. Das ist doch quasi besiegt. Das ist nicht nur quasi besiegt, das ist besiegt. Es hat nur noch ein KP. Es lohnt sich gar nicht mehr Flammenwurf einzusetzen. Das ist die Attacke nicht ernst. Meine Güte, was war das für ein Gegner? Ich glaub's nicht. Was ist das für ein Pokémon? Lichtschild. Nein, hier gibt's kein Lichtschild. Lichtschild bringt nichts. Auch beim Gegner nicht. So, wen haben wir denn hier? Tukanon. Okay. Versuch's mal mit die Intro-Ladung. Ist ein Vogel. Scheinbar nicht. Was ist denn das für ein Vogel? Der lässt sich aber nicht so leicht besiegen. Na gut, nochmal Flammenblitz. Eventuell können wir das was bringen. Ja, es hat was gebracht. Aber auch mir Rückstoß. Das hat es auch gebracht. Okay. Nächstes Koriogel. Okay, das kennen wir. Das ist ein Feuervogel. Und das ist eigentlich nicht so toll. Das heißt, ja, er ist nicht sehr effektiv. Also... Feuerattacken sind nicht sehr effektiv gegen ihn. Er ist immun gegen Feuerattacken. Das finde ich aber nicht so toll. Das heißt aber, Wasserattacken könnten gegen ihn etwas bringen. Ja, John wurde besiegt. Das hatte ich erwartet. Versuch's mal mit Kaiotsu. Wenn das ein Feuervogel ist, dann könnte ich es mir unter Umständen vorstellen, dass Wasserschuriken etwas bringt. Und wie es das tut. Schon bei 2 Treffern. So, letztes Pokémon. Wir sind noch ganz gut davon gekommen. Nur John ist gestorben. Vorgegangen, nicht gestorben, muss man mal anmerken. Die sterben hier nicht. Wenn ich Glück habe, dann brauche ich gar keinen Trick einzusetzen. Brauche ich nur John einmal zu heilen. Kann ich den Schaden bei diesem Kampf drin halten? Letztes Pokémon, X-Bad. Okay, ja, da bräuchte ich jetzt John wieder. Das wäre jetzt effektiv. Vielleicht tut es auch Sondersensor von Kaiotsu. Mal gucken. Ja, hat's. Na, ich dachte schon, es ist besiegt. Aber ein bisschen müssen wir X-Bad noch aushalten. Kleines bisschen. Noch einmal Sondersensor und dann haben wir's. Haben wir auch den 14. Trainer, der das hier besiegt. Wartet nur noch der Champ auf uns. Und wir haben sogar fast keine Verluste gemacht in diesem Kampf. Naja. Toyotsu muss noch ein bisschen aufgefrischt werden und ein Beleber und ein Trank für den John. Ansonsten sind wir gewappnet für den Champ. Wer auch immer das sein mag. Als Mitglied der Top 4 gebe ich das nur ungern zu. Aber deine Stärke ist wirklich beeindruckend. Zwergfürst gewinnt 11.000 Pokédollar, wie gewohnt von den anderen 3 Trainern. Ja, supi. Nur beim 2. Trainer hatten wir ein paar Probleme. War ein kleiner Zusammenschnitt beim 2. Trainer. Ansonsten
quasi im ersten Anlauf. Ach du Kacke, jetzt habe ich das nicht mitgelesen. Naja, gut. Ich war ja erst skeptisch, ob Professor Kukui das mit der Pokémon-Liga hinbekommt. Aber jetzt bin ich froh, dass ich seiner Einladung gefolgt bin. Na, könnt ihr schon erraten, wer der Champ sein wird? Ich habe da so eine ganz starke Vermutung. Eine ganz starke. Aber jetzt wird erstmal das Teil in der Mitte aktiviert. Alle vier Strahlen haben wir aktiviert. Es ist passiert. Jetzt können wir hier wie in Pokémon Y hinauffahren. Nein, wir werden teleportiert. Ah. Sprechen kann auch nicht mehr. Wow. Ganz auf Bergespitze sind wir. Wow. Geht's noch höher. Okay, ich sehe keinen Champ. Wo ist der Champ? Der Thron vom Champ. Okay. Hallo Champ. Versteckst du dich hier hinter? Nö, er versteckt sich nicht hier hinter. Wo ist denn der Champ? Na gut, dann bin ich halt der Champ, würde ich sagen. Setz mich mal. Ich mach's mir mal bequem. Ich, der Champ. Der Pokémon-Liga. Halt, warte. Da ist ja noch jemand. Meinen Glückwunsch, junger Herr. Jetzt bist du der Champ der Pokémon-Liga. Also doch. Brauche ich gar keinen Champ zu besiegen. Oder was? Naja, das heißt, vorausgesetzt, dass du jetzt auch noch den letzten Trainer besiegst. Natürlich, eine Pokémon-Liga ohne den Champ wäre ja eine 4. Also, top. Nicht mit dabei. Also, eine Top 4 ohne Top wäre eine 4. Weil das ist eine schlechte Schulnote. Einfalls, aber keine Pokémon-Liga. Und dieser Trainer bin natürlich ich. Ich habe es erwartet. Ich bin die letzte Hürde, die du auf deiner Inselmannschaft überwinden musst. Lass uns die Geburt dieser neuen Pokémon-Liga mit einem epischen Kampf angemessen feiern. Okay. Ich bin gespannt, was du für Pokémon hast, Professor Kukui. Ich habe dir schon mal besiegt. Mehrere Male, glaube ich sogar. Er ist bestimmt stärker geworden. Aber mal gucken. Pokémon Professor Kukui fordert sich heraus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pokémon hat er. Na dann. Ich erwarte einen schweren Kampf. Und man hört im Hintergrund die Intro-Musik. Ach du Kacke, ich hab John gar nicht geheilt. Ja, scheiße passiert. Ich würde mal sagen, Stahlgestirn. Ich riskier's. Kacke, ich hab John vorher nicht geheilt. Hätte ich ja eventuell mal tun sollen, wenn ich den Champ besiegen will. Mit vollem Team da mal reingehen. Joa. Scheinbar ist Wolverock schon jetzt besiegt. Erstes Pokémon. Erstes Pokémon von 6. Hat er nur noch. Da waren es nur noch 5. Kämpft natürlich weiter. Ein Relaxo, das wir leider uns hier nicht anschaffen durften. In Pokémon Y hatten wir eines. Ich versuche es weiter mit Stahlgestirn. Wieso nicht? Ich habe noch ein paar AP für diese Attacke. Auweia. So, ich würde mal sagen, Lichtkanone. Auweia. Ja, das weiß ich aus Pokémon Y. Ein Relaxo ist sehr durchhaltevermögend. Puh, doch gerade gerettet. 10 Kopfstoß? Vielleicht? Ja komm, zweites Pokémon besiegt. Ich kenne das Intro, das ist cool.
diese Zwischendinger. Auf jeden Fall episch, die Musik. Magnezone. Unser Freund und Helfer aus Pokémon Mystery Dungeon. Erkundung wie im Himmel. Ich hab nicht mal erkundet, was wir nie gespielt haben. Nicht mal ein Part. Ach du Kacke. Das war effektiv gerade. Holla die Welt hier. So, Galio wurde besiegt. Gut, jetzt das schöne John zu haben. Und ein aufgeladenes Quajutsu. Aber ja gut, man kann nicht alles haben. Los, Wasserschuriken. Kannst du es zumindest noch versuchen. Auweia. Ja, den Versuch war es wert, würde ich sagen. Wir sehen uns im zweiten Anlauf. Donnerblitz nach. Halleluja. Gegen ein Quajutsu. Und jetzt haben wir noch Ben, Lukas und Lea. Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Ben vielleicht. Vielleicht sollte ich mal irgendwie meinen John auffeiern. Ach du Scheiße. Da ist ja nichts effektiv. Ich darf mal lieber wählen gegen Lukas. Was wird das für ein Kampf? Na, wenn ich den gewinne. Herzlichen Glückwunsch. Wenn mal so ein random Gewinn. Oh, weil ja. Was soll ich denn einsetzen? Schattenstoß soll ja angeblich effektiv sein. Ich versuch's mal. Effektiv ist nicht sehr effektiv, aber. War ja. Okay, ich bin. Brenzliche Angelegenheit. Habe ich noch Topfbeleber? Das wäre mal eine gute Sache, oder? Stehe ich auch irgendwie nicht nach, oder? Und wo habe ich meinen Topbeleber? Wo habe ich meinen Topbeleber? Wo habe ich meinen Topbeleber? Topbeleber, Topbeleber, Topbeleber. Jetzt brauche ich sie. Drei habe ich noch. Super. Und John Topbeleber. Jetzt kann ich sie einsetzen. Bin ich jetzt, wann dann? Super. Jetzt kann ich noch einen Beleber einsetzen. Topbeleber nochmal auf. Solgaleo. Schwupps. Gut, jetzt habe ich noch eine reelle Chance. Na, real nicht, aber. Was? Ein KP bleibt über. Noch jemanden beleben? Ja, ich weiß. Habe ich auch aus Versehen gemacht. Ich wollte nicht fliehen. Einen Hyperbeleber habe ich noch. Auf wen setze ich den ein? Ich könnte mir den eigentlich mal aufheben. Ja, den hebe ich mir auf. Was mache ich? Was mache ich? Lea ist halb. Ja. Ja, komm, besieg mich. Eine Donnerwelle, vielleicht kann ich es noch paralysieren. Hat keine Wirkung auf Magnetzone. Gut. Hau mich platt. Ist sowieso nichts effektiv. Wie ihr sehen könnt. Das war ein Volltreffer. Okay, ja. Daran sieht man, wie effektiv die Attacke war. Los, hau rein. Und Ben wurde besiegt. Hast gute Arbeit geleistet, Ben. Bin dir zu Dank verpflichtet. Los, John. Bring es zu Ende. Flammenwurf. Gut, meine Zone wurde besiegt. Wie viele Pokémon haben wir noch? John erreicht Level 60. Wutanfall. Nächster hier wird nicht Wutanfall erlernt. Hier bricht niemand in Wut aus. Drei Pokémon haben wir noch. Gegner im Team. Okay, ich bin optimistisch. Ein prima. Ach du Scheiße. Dark Lariat vielleicht. Das ist genau das gegnerische Starter-Pokémon. No!
Setz jetzt eine Wasser, setz einfach rein. Ich, mein. Mein John ist hinüber. Super Wassertornado, ja. Ja. Das ist so gut wie tot. Ja, eine Wasserset-Attacke gegen Feuerstarter-Pokémon. Man kann es sich denken. So, Galeo, der ist eigentlich auch vom Typen Sonne, ja, vom Typen Feuer ein bisschen. Stahlgestirn, könnte das was bringen? Den Versuch ist es, glaube ich, wert. Obwohl ich nicht sehr viel Hoffnung daran habe, dass es wirkt. Oh, aber es scheint zu wirken. Zumindest so weit. Halt aus! So. Noch einmal 10 Kopfstoß. Na klar, Top-Genesung. Das war sowas von berechenbar. 10 Kopfstoß. Bei ja. Oha! Das war effektiv. Halt aus! 10 Kopfstoß. Ja, nice! Können wir irgendwie John wiederbeleben? Wie viele Pokémon hat er noch? 2, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Was? Was? Haarquil. Okay, ich versuche es, soweit ich kann, mit Solgaleo. Okay, Flug-Pokémon, da bräuchte ich jetzt eigentlich John. Moment, ich habe hier noch irgendwo einen Trank. Einen Tritra-Trank. Und wo ist mein Top-Trank? Top-Trank, Solgaleo. Zack. Das wäre ja gelacht. Solgaleo wurde aufgefrischt. Ein Wind, als ob ein kleiner Wind einfach mein Solgaleo wegwehen kann. So. Ich setze nochmal Stahlgestirn ein, weil es so episch aussieht. Das ist zwar keine Feuerattacke, aber mal gucken, was bringt. Kaboom. Okay. Ich hatte nicht erwartet. Das ist komplett. Ja. Lia ist da. Okay, jetzt Toppeleber. Jetzt ist die Zeit für den Toppeleber. Ich habe ja noch einen. Nicht den Top-Trank. Einen Toppeleber haben wir noch. Den setzen wir auf John ein. Ich hoffe mir einen guten Kampf mit John gegen das letzte. Und jetzt wahrscheinlich auch das vorletzte. Guck mal. Der wurde natürlich besiegt. So. Solgaleo. Kann auch weiterkämpfen. Wieso nicht? Unsere letzten zwei Pokémon, Solgaleo und John. Ich bin optimistisch, was das angeht. Möglich. Kurz mit Achtokörper und Kämpfknirsch eingesetzt. Und das war ein Fehler. Ach, hat sich selbst ein Dings angetan. Ja. Hat es trotzdem geschafft. Trotz Knirscher. Und das letzte Pokémon. Letzte Pokémon der Top 4, das letzte Pokémon der Pokémon-Liga, das letzte Pokémon des Champs. Kämpft natürlich weiter. Schaffen wir. Im Voluna. Nice try. Aber ich habe Stahlgestirn. Ich habe mein Solgaleo. Gute Nacht, würde ich mal sagen. Gute Nacht, sagt das so ein Pokémon. Und löscht deinen Tag aus. Und das war der Sieg über den Pokémon Champ. Über den Champ der Top 4. Und wir sind Champ der Alola-Region. Wuhu! Das kein epischer Fight war. Kampfgebrüll. Ja. Das ist eine passende Attacke. Stahlgestirn hat 0 AP, aber wir brauchen kein AP mehr. Wir haben es geschafft. Und Kampfgebrüll wird nicht erlernt. So. Professor Kukui wurde besiegt. Champ. Professor Kukui wurde besiegt. Obwohl ich alle Kraftreserven mobilisiert habe.
aber hat es nicht gereicht. Aber was für ein erfrischender Kampf. Sanfus gewinnt 13.920 Poké-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Champ der Alola-Region hervor und nimmt nun selbst den Posten des Champs der Alola-Region ein. Nun lassen wir uns einmal schön feiern. Phänomenal. Aber ich hatte es dir ja damals gesagt. Das Zusammenspiel von Pokémon, Trainer, dann die richtige Attacke im richtigen Moment. Und genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und so haben wir die Geburt des neuen Champs miterlebt. Des verdienten Champs von Alola. Du weißt ja noch, wie ich dir damals auf dem Gipfel des Hokulani-Bergs gesagt habe, ja, Mensch, also die Pokémon und Trainer der Alola-Region sind einfach die Besten. Und die ganze Welt soll das wissen. Jawohl, das ist der Traum, den ich mit der Gründung dieser Pokémon-Liga verwirklichen wollte. Und heute ist mein Traum endlich Erfüllung gegangen. Genau hier und jetzt, Zwergenfürst Fuego, ihr habt meinen Traum wahrgemacht. Ich bin wirklich froh, an diesem traumhaften Ort gegen dich und deinen tollen Pokémon kämpft zu haben und die Geburt der Pokémon-Liga bezeugt zu haben. Und also dann, Zwergenfürst, du bist der erste Champ der Pokémon-Liga. Naja, ob ich so wirklich der erste Champ bin, mag man zu bezweifeln. Also, ich habe da schon bei so etwa 100 anderen Let's Playern auf YouTube gesehen, dass das schon vor mir geschafft haben. Aber gut, ich bin der erste Champ der Pokémon-Liga. Bestimmt haben es auch nicht nur die 100 gemacht, sondern Tausende auf der ganzen Welt, aber wir sind der Erste. Es ist an der Zeit, deine Verdienste und die deines treuen Pokémon-Teams für die Nachwelt festzuhalten. Du bist der erste Champ von Alola. Herzlichen Glückwunsch! Das ist dein Pokémon-Team. John, Level 60. Solgaleo, Level 59. Pikachu, alias Ben, Level 53. Kaijutsu, Level 57. Mimikma, alias Lucas, Level 51. Lea, die vierte, Level 42. Unser Maskottchen. Das hätten wir ja geschafft. Du bist der erste Champ von Alola. Herzlichen Glückwunsch, das hatten wir schon gesehen. Eine Galaktik um uns herum. Ein funkelnder Sternenhimmel und wir sind ein Stern am Trainerhimmel geworden. Und ein Stern am Pokémon-Himmel. Und ein Stern von Alola. Ja, cool. Und da ist der Stempel. Ich gratuliere zum Einzug in die Ruhmeshalle. So wie die Sonne den Mond erleuchtet, so wirken auch die Freundschaften, die du während deiner Inselwanderschaft gemacht hast, auf dich. All diese Begegnungen haben dich stärker werden lassen. Du liebst Pokémon echt von ganzem Herzen, was Zwergfürst. Genau, so konntest du auch alles aus deinen Pokémon herausholen und gemeinsam mit ihnen den Sieg feiern. Alle werden jetzt zu dir aufblicken, dich aber auch als Rivalen sehen. Mache dich auf. Mache dich darauf gefasst, herausgefordert zu werden.
Du bist der Champ der Carlos-Region. Quatsch, der Alola-Region. Carlos-Region war was anderes. Das hätte ich jetzt fast verwechselt. Du bist der erste Champ der Pokémon-Liga von Alola. Das wurde mir schon in die letzten paar Minuten so oft gesagt, dass ich es mittlerweile fast nicht mehr hören kann. Das werden wir natürlich ausgelassen feiern. Die Sonne und der Mond werden unsere Zeugen sein. Lasst uns feiern, würde ich mal sagen. Also dann, Zwergenfürst, kehren wir rasch nach Menemene zurück. Oder, um es mit Attackennamen auszudrücken, machen wir im Turbotempo eine Kehrtwende nach Menemene. In Lili wird erstmal ordentlich gefeiert. Und keine Sorge, ich sage auch Lili Bescheid. Party! Hier ist Stimmung. Party-Laune. Der neue Champ der Alola-Region. Tali freut sich. Der freut sich vor allem. Ach, die kleine Fratz dort, den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Zum Glück nicht in der Top 4 mit dabei gewesen. Der hätte uns noch gefehlt. Und wird das jetzt hier ein Stummfilm? Scheint ein Stummfilm zu werden. Hey, hallo. Wir stellen uns gemeinsam ums Lagerfeuer und feiern den Sieg gemeinsam. Achso, jetzt kommt wieder Text. Wir haben uns hier versammelt, um den ersten Champ der Pokémon-Liga von Alola zu feiern. Möge die Festlichkeiten beginnen. Stummfilmsequenzen. Ein Gladio. Ein Feuerspucker. Der Trainer, den wir in der Feuerprüfung besiegt haben. Das komplette Team. Ein Set Attacken. Und Gladio. Ah nein, das ist Yasu. Allein im Wald. Ja, komm du auch noch mit dazu. Jetzt fehlt eigentlich nur Team Skull. Und ein Schlag gegen die Kamera. Selbstverständlich. Wie sich zu einem professionellen Zwergenfürst Let's Play dazugehört. Ein Feuerwerk. Und es wird Nacht. Und wir feiern trotzdem noch weiter. Wir feiern 3 Tage lang durch. Wir werden nicht müde. Lili redet zu uns in stummen Filmsequenz. Spiel. Alle reden miteinander, nur wir hören nichts, weil das ja alles ein Stummfilm wäre. Herzlichen Glückwunsch, Zwergfürst. Du hast es tatsächlich geschafft und bist jetzt der Champ von Alola. Sieh dich nur um. Ist das nicht großartig? Alle sind sie gekommen, um deine Leistungen zu würdigen und dich zu feiern. Und wie sie sich alle freuen und Spaß haben. Jung und alt. Und auch die Pokémon. Es ist viel passiert und es war bestimmt nicht immer leicht, alles durchzustehen. Aber letzten Endes bin ich froh, dass ich nach Alola gekommen bin.
dass ich dir begegnen durfte, Zwergenfürst. Nein, nicht nur das, dass ich zusammen mit dir auf Reise gehen durfte, hat mir so viel gegeben. Du, Zwergenfürst, was hältst du davon, wenn wir kurz davonstehen und einen Abstecher zu den Ruinen des Krieges machen? Ich habe von Hanna gehört, dass die Hängebrücke repariert wurde. Das heißt, finde ich eigentlich ganz gut. Das hatte gerade so einen schönen Stummfilm-Charakter. Ich würde gerne hierbleiben und noch ein bisschen Stummfilm sehen. Aber ich finde, wir sollten Capo Riggi Bescheid sagen, dass du die Inselmannschaft erfolgreich absolviert hast. Der weiß das doch schon längst. Der ist doch ein Patron. Ein Patron ist doch... Der ist doch überall. Der muss da doch irgendwie erfahren haben. War doch bestimmt irgendwo an der Ecke mit dabei und hat zugeguckt. Na jo, den war halt. Mich fragt ja niemand. Fragt ja jemanden den Champ, was er haben will. Ich wollte ja beim Fest bleiben, aber. Gut. Ich gehe auch mit Lilly zur Hängebrücke. Mal hallo Bergfahrt, Hängebrücke. Jo, die sahen wir im zweiten Part. Im zweiten oder dritten? Ich glaube, es war eine zweite. Das weckt Erinnerungen. Damals war mir das irgendwie einfach alles zu viel. Aber jetzt, wenn ich jetzt so zurückdenke, im Grunde war es Solgaleo. Ich meine, es war Wölkchen, das uns beide zusammengebracht hat. Nicht wahr, Zwergenfürst? In gewisser Weise stimmt's. Komm, gehen wir rüber. Ruinen des Krieges. Okay. Die Ruinen des Krieges. Ich weiß immer noch nicht, warum Capo Riggi uns an jenem Tag aus der Klemme geholfen hat. Ob es wohl etwas mit dem legendären Pokémon Solgaleo zu tun hat? Oder mit dem Schicksal? Vielleicht war es uns bestimmt, Champ der Alola-Region zu werden. Das erinnert mich an den Tag, an dem Hapu'u zur Inselkönigin ernannt wurde. Jetzt bin ich ein wenig aufgeregt, Capo Riggi, dem Schutzpatron, gegenüberzutreten. Und das werden wir jetzt tun. Capo Riggi, dank deiner Hilfe konnten sich Cosmog zu einem Solgaleo entwickeln. Dafür möchte ich dir stellvertretend danken. Und jetzt du, Zwergenfürst. Für den Champ von Alola gibt es nur eine angemessene Möglichkeit, Capo Riggi die Ehre zu erweisen. Lass mich zuvor deine Pokémon wieder fit machen. Ein Kampf? Ich bin doch schon der Champ. Ich habe schon gegen alle gekämpft. Naja, nicht gegen alle. Aber gegen die Top 4. Du steckst deine Hand aus und berührst die Statue. Eine seltsame Energie geht vom Sätrink aus. Du hörst eine Stimme in deinem Kopf. Werde ich jetzt schizophren? Nein, das ist nur Capo Riggi. Und ein Solgaleo? In meinem Kopf? Beide in meinem Kopf? Was haben die in meinem Kopf zu suchen? Raus da! Solgaleo? Ich bin erleichtert. Es ist soweit. Wer spricht das? Riggi! Hat der das gesprochen? Kampf gegen Capo Riggi? Holla, die Waldfee!
Kaporiki erscheint. Können wir uns das Ding jetzt fangen? Level 60. Kaporiki. Sieht so aus, als könnten wir uns das fangen. Elektrische Energie fließt durch den Boden. Okay, ich würde mal sagen, da wir für den Meisterball noch keine Verwendung gefunden haben, zack, verwenden wir den hier. Im letzten Part. Meisterball. Wir fangen uns einen Kaporiki. Fangen uns den Inselpatron. Angeblich kann ja keiner daraus entkommen. Klasse, Kaporiki wurde gefangen. Ich habe einfach mal den Insel-Dingens, den Insel-Patron. Oh, like a Boss. Kaporiki wurde ein Eintrag in den Pokédex abgelegt. Okay. Das wollte ich nun auch nicht. Also dem wollte ich jetzt... Also doch, ich wollte den fangen, aber einen Spitznamen geben, dem, das wollte ich ihm jetzt nun auch nicht. Und das ist jetzt... Der Ruf. Die Pose. Und auch mal der Ruf. Nein. In mein Team? Nein, nein, ungerne. Mein schönes Top 4 Team, das bleibt. Ich muss dich leider, so leid es mir tut, in eine Box schicken. Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel in diese Patronen. Nein, nicht in mein Team. Sorry. Nein. In mein Top 4 Team. Ich muss dich leider in eine Box schicken. Vor dir liegt plötzlich ein Z-Kristall. Du erhältst das, den Z-Kristall Carpium Z. Okay, damit kann Kaporiki seine Z-Attacke einsetzen. Kaporiki und du, gemeinsam werdet ihr bestimmt noch viel größere Abenteuer erleben. Endlich, es lag mir die ganze Zeit auf dem Herzen. Zwergfürst, wir sollten zum Dorfplatz zurückkehren, sonst fällt sicherlich auf, dass wir uns vor den Feierlichkeiten gedrückt haben. Alle scheinen so richtig gut zu amüsieren. Das ist anscheinend niemandem aufgefallen, dass wir uns davon geschlichen haben. Oh, ich glaube, der Battle Royale fängt an. Ich muss doch hoffentlich nicht mit daran teilnehmen. Oh, Professor Kukui, oder soll ich lieber sagen, Mask Royale? Stumpfel. Mauzi! Unser Haus Mauzi. Und unsere Mutter ist ja auch mit dabei bei unserem Fest. Und wäre möglich. Und ja, schon schön. Was? Das habe ich jetzt aber nicht gedacht, dass das Professor Kukui ist. Nein. Was für eine Überraschung. Zum Ende hin. Sieht weitere Stummfilme. Ah, da ist Mutter. Weitere Stummfilmsequenzen. Alle sind da und feiern mich. Mich, den Champion. Champion? Ist das überhaupt richtig? Was für ein schönes Fest. So viele lächelnde Gesichter. Egal, was auch passiert. Ich hoffe, du wirst dein Lächeln niemals verlieren. Damit bringst du nämlich jeden um dich herum zum Strahlen. Du würdest sogar Mutter zum Strahlen bringen, wenn sie nur hier sein könnte.
Mutter geht es ein bisschen besser. Sie wollte heute sogar zum Fest kommen. Aber ich habe ihr gesagt, sie sollte lieber das Bett hüten und sich schonen. Ich weiß jetzt, was ich tun kann. Was ich tun muss. Zwergfürst, ich... Ja, da wird so unterbrochen. Von einem Feuerwerk. Oh. Von einem wunderschönen Feuerwerk. Und wird es uns noch verraten? Ich schätze nein. Seht nur, alle sind total ausgelassen und feiern den Aufstieg des stärksten Trainers von Alola. Ich werde noch fleißiger mit ihnen immer und den anderen Trainern, damit ich irgendwann meinen Opi besiegen kann, selbst wenn alles alles gibt. Und dann werde ich den Champ herausfordern. Mach dich auf was gefasst, Zwergfürst. Ja. Zwergfürst. Ach, was sage ich da? Ich meine, Champ. Möchtest du denn den anderen nicht auch deine Partner-Pokémon vorstellen? Schließlich hast du an ihrer Stelle während deiner abenteuerlichen Inselwanderschaft so viel entdeckt und erlebt. Das ist aber nicht mein Team. Wo ist es? Oh, deine Augen leuchten ja richtig. Habe ich sie denn so gesprochen? Ich glaube nicht, nee. Das ist ja auch Ewigkeiten her. Das ist 66 Parts her. Dürfen wir die Pokémon nicht sehen? Das finde ich jetzt schade. Wurden sie präsentiert und wir durften es nicht sehen. Ach, wir kennen sie ja. Pokémon Sonne! Was ist das jetzt? Ist das der Abspann? Präsentiert von Game Freak. Und so kam die Inselwanderschaft von Zwergenfürst zu einem Ende. Die Feierlichkeiten zu Ehren des neuen Champs dauerten bis spät in die Nacht. Das Fest hat viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich alle noch einmal sehen konnte. Die Menschen, die ich in Alola kennengelernt habe, werde ich niemals vergessen. Am nächsten Tag. Wunderschöne Musik. Ah, ich frage mich, was das Leben für uns in nächster Zeit bereithält. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Das kann eigentlich nur Professor Kukui sein. Machst du bitte auf, Zwergfürst. Mautz! Das ist aber nicht Professor Kukui. Zwergfürst! Wir müssen sofort los. Komm schon, worauf wartest du noch? Was ist denn Ostali? Was hast du denn? Was soll diese ganze Aufregung? Oh, ich hatte sie gar nicht gesehen. Schönen guten Tag. Für Erklärung ist jetzt leider keine Zeit. Ich muss mir mal Zwergenfürst für ein Weilchen ausleihen. Wenn wir uns nicht beeilen, liegt das Schiff ohne uns ab. Was für ein Schiff? Hauroli City Hafen. Das Lilly und Professor Kukui. Lilly, du weißt, ja, bis Kanto ist es sehr, sehr weit. Ich hoffe, der Zeitunterschied wird dir nicht zu sehr zu schaffen machen.
Übrigens, meine Frau lässt sich entschuldigen. Sie meinte, deine Verabschiedung würde sie zu sehr mitnehmen. Sie wollte dich aber wissen lassen, dass dir das Loft im Labor immer zur Verfügung steht. Was, Lilly geht? Och nö. Es wird ein trauriges Ende. Du hast bei uns also immer einen Platz, an dem du unterkommen kannst. Was? Ich wusste gar nicht, dass du uns verlässt. Tut mir leid, Tali. Ich habe mich entschlossen, nach Kanto zu gehen, um Mutter zu helfen. Ich gehe, aber vor allem für mich selbst. Alola zu verlassen, fällt mir sehr schwer. Doch allein der Gedanke, nach Kanto zu gehen, lässt mein Herz höher schlagen. Ich möchte dort viele wunderbare Pokémon kennenlernen und Trainer werden. Ich plane, die gesamte Region zu bereisen. Ein bisschen wie ihr bei der Inselwanderschaft. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich schaffe das, ganz bestimmt. Denn ich werde immer euer Lächeln in meinem Herzen tragen. Dafür bin ich sehr dankbar. Irgendwann werde ich nach Onura zurückkehren. So viel steht fest. Aber es gibt doch so viel, was ich dir sagen wollte. Na gut, ich schreibe dir halt einen Brief, okay? Einen ganz, ganz, ganz langen Brief. Darauf freue ich mich schon, Tali. Ach ja, ich habe noch etwas für dich. Und Zwergfürst, die hier ist für dich. Sie ist etwas mitgenommen, aber sie war einmal mein größter Schatz. Du erhältst das an der Pokepuppe. Okay, die werde ich in Ehren halten. Nie, garantiert. Dann heißt es jetzt nur Abschied nehmen. Verdammte Axt mit Hintergrundmusik von Titanic. Auf jeden Fall werden wir sie nie wiedersehen. Och Mann, Tali. Fangen wir jetzt nicht an zu heulen. Ach, Tali, ich kann verstehen, dass dir nach Wein zumute ist. Aber wenn man Abschied von jemandem nimmt, dann den man gerne hat, dann heißt es lächeln. Auch wenn es schwerfällt. Ja, ich glaube, ich möchte jetzt meinen Opi einen Besuch abstatten. Ja, gehen wir nach Hause. Sicher warten schon alle. Die Credits. Ja, das war Pokémon Sonne mit dem Zwergfürst. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Schreibt mir doch gerne einen Kommentar unter dieses Video, gerne auch unter alle anderen Videos, wie es euch gefallen hat. Ja. Ich würde mal sagen, kommen wir zum Fazit. Ja. Und das Spiel war auf jeden Fall was komplett Neues, was ich bisher an Pokémon Edition noch nie gesehen habe. Das muss ich wirklich neidlos zugeben. Es ist was komplett Neues, was
aus der Reihe tanzt und mit anderen Editionen komplett nicht zu vergleichen ist. Mir tut's gerade so ein bisschen schon weh, die Region zu verlassen. Ja, man steckt halt wirklich drin mit den ganzen Dialogen, mit diesen ganzen Storys. Und da wären wir schon beim ersten Kritikpunkt. Es war vielleicht ein bisschen zu viel storymäßig. Man hatte das Gefühl, man kommt nicht raus aus dem Prolog. Also es fängt an am Anfang im ersten Part mit dem Intro, mit den Anweisungen, wo Professor Kokui dir sagt, was du zu tun hast, die typischen Einleitungen, wie fängt man ein Pokémon, was ist deine Inselmannschaft, wie wirst du weiter verlaufen im Spiel. Und man denkt, man hofft irgendwann darauf, dass die Einleitung sei irgendwann vorbei, aber ja, es hört nicht wirklich auf. Also es zieht sich von Dialog zu Dialog und schleppt irgendwie immer weiter fort. Es ist irgendwie ein ganzer Dialog irgendwie, so als würdest du einen Manga gucken, irgendwie so ein, weiß nicht, wie sind das Mangas, sind Pokémon-Filme Mangas? Ich glaube ja, ein Anime zumindest. Ich glaube Mangas nicht, aber ein Anime. Als würdest du wirklich ein Anime synchronisieren. Das ist was Tolles. Aber ja, sind einige sehr ulkige Pokémon mit dabei gewesen in der neuen Edition. Also einige neue Pokémon, die wir noch nicht entdeckt haben. Eine Sandburg konnten wir uns leider nicht fangen. Das habe ich leider verpasst. Alte Pokémon aus der ersten, zweiten, dritten Generation. Auch relativ neue Pokémon wie Klavion, der ist glaube ich aus Pokémon Weiß, wenn ich mich nicht irre. Alles zusammen irgendwie vereinigt in diesem Spiel. Insgesamt fand ich es doch sehr gut. Es ist halt, ja, es ist halt Mäkeln auf hohem Niveau. Also im gesamten Pack war das doch eine wundervolle Reise. Ich fand es persönlich schöner als Pokémon Y, um das mal so einzuordnen. Es war was anderes. Es lässt sich mit Pokémon Y, mit dem Vorgänger, gar nicht. Ja, also meinem Vorgänger. Ich weiß, der Vorgänger ist eigentlich ein anderer. Aber mir auf dem Kanal war der Vorgänger Pokémon Y. Ja. Lässt sich mit anderen Spielen komplett nicht vergleichen. Sagte ich glaube ich auch schon. Es macht halt auch sehr viel Spaß. Dadurch, dass auch durch die Kindlichkeit und ein bisschen durch die Leichtheit das für jeden zugänglich gemacht wurde. Selbst für mich, Pappnase, halt wirklich auch leicht gemacht wurde. Dass man halt nicht verzweifelt ist. Man hat gesehen, auch im Laufe dieser Let's Play-Reihe, spätestens nach dem dritten, vierten Versuch hat auch die Insel-Herausforderung für mich geklappt, obwohl ich meine Pokémon ja halbwegs nur trainiert habe. Und oh. Das Wichtigste für mich an einem Spiel ist eigentlich, dass man da mitfühlt und mit drin ist und da die Reise halt wirklich begeht und dort und am Ende sich denkt, ja, schade, ist jetzt wieder eine Zeit vorbei, die auch mir was bedeutet hat, ist ein Stück meines Lebens geworden, um es ein bisschen zu übertreiben. Ihr wisst, was ich meine. Und das hat dieses Spiel 100%ig erreicht. So, gibt's noch was ich zu sagen habe?
ein bisschen der Mehrspielermodus, der hat ein bisschen gehakt in der Zeit, wo ich das gespielt habe. War auch nicht so hübsch, also ich fand es nicht sehr praktisch. Aber ich fand es eher nebensächlich, deshalb 3D-Grafik gab es auch nicht. Das Spiel lebt ohne auf einem 3DS ohne 3D-Funktion komplett in 2D. Aber holt verdammt viel raus. Hat nochmal in Grafik-Sachen richtig reingehauen. Und benötigt meiner Meinung nach auch gar nicht den 3D-Effekt. Und der wäre da auch völlig überflüssig. Die Spielsteuerung habe ich ja schon im ersten oder zweiten Part schon gesagt. Die Figur läuft halt ein bisschen kantig wie so ein Roboter. Das ist halt, fällt halt am Anfang auf. Man vergisst es aber auch im Laufe der Zeit, weil ja, man so sehr schon drin ist, dass es man halt die Nebensächlichkeiten vergisst. Dafür halte ich dieses Spiel für einen vollkommenen Erfolg. Vollkommen nicht. Ich weiß noch nicht, wie die Wertung dann am Ende aussehen wird. Aber ich glaube, ich setze es mal so zwischen 95 und 96. So irgendeine Kommazahl dazwischen wird es mal sein. Ich glaube so 95,2 oder 3 wird es, oder vielleicht 4 sogar wird es sein. Ihr könnt es dann, ablesen, da steht dann eine Bewertung, die vermutlich jetzt schon drin, Bewertung, Doppelpunkt, und dann steht dort die Bewertung von 0 bis 100 Punkten drin. Und auch in meiner Liste, in der hier alle Let's Plays, die gespielt wurden, eventuell nochmal gespielt werden oder gerade am Laufen sind, verzeichnet sind, dort seht ihr dann auch mal unter den gespielten, den abgeschlossenen Let's Plays nochmal die komplette Wertung. Oh, das böse Team Aether, mit Slaymock und die Typen, die ihr nur in schwarz-weiß nehmen durftet, diese Insekten-Typen dort ganz rechts im Bild. Oh ja, das war ein interessanter Part. Part 45 war es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Oder 54? 54, ja, glaube ich. Guckt selbst nach, da ist mir die Aufnahme sterben gegangen und da musste ich improvisieren. Ich denke, für die Verhältnisse habe ich auch diesen Part richtig gut hinbekommen. Obwohl er eigentlich versaut war. So, wir nur zu sagen, Team Skull, das ist natürlich. Obwohl so sehr genervt hat, hat es Spaß gemacht. Muss man sagen. Mit denen hatten wir unsere Freuden. Auch mit Bromley, dem großen Bösen. Ja. Hat dann doch irgendwie Spaß gemacht. Auch wenn es ein bisschen zu oft vorkam. Wegen der Sache mit dem traurigen Ende. Ja, das auch schöne Sache. Ich finde auch so traurige Enden mal schön. Haben jetzt natürlich ein bisschen Pippi in den Ohren. Wegen der Sache mit Lilly. Ja, Gladio. Unser ständiger Begleiter. Der war auch schon mal für eine Herausforderung gut. Das ein oder andere Mal. Und Top 4 war natürlich was Einzigartiges für sich. Natürlich. Sehr viel Spaß gemacht. Für mich war das sogar ein ganz gutes Spiel. Also das ist eine Pokémon-Edition, die mir gefallen tut. Ja. So muss eine Pokémon-Edition für mich sein. Ein paar kleine Sachen
hätte ich zu bemängeln, aber wie ich schon sagte, es ist Meckern auf hohem Niveau. Im Großen und Ganzen, ich wiederhole mich nur wieder, im Gesamtpaket hat alles super geklappt und super funktioniert. War ein großer Spaß. Ich freue mich aufs nächste Projekt. Ich weiß noch selbst nicht, welches kommt, aber danke für euer strahlendes Lächeln. Sagt Lilly wohl. Es hat die Tür zu vielen Freundschaften geöffnet. Das Fundament für eine strahlende Zukunft. Ich bin so froh, euch alle kennengelernt zu haben. Ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben. Pokémon Sonne. Ich sag's nochmal, das war Pokémon Sonne. Ein legendärer Let's Play Projektreihe. Ich weiß nicht, welches Projekt folgen wird, aber wir lassen uns überraschen. Ihr seht es auf meinem Kanal. Ich werde es sehen. Gehabt euch wohl. Habt einen angenehmen Tag. Einen angenehmen frostigen Tag. Haut Rinne. Das war Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Hier ein Bild von uns am Anfang. Ich in meiner Rohfassung. Der Standardcharakter Tali und Lilly. Ja, hat mich gefreut, mit euch gemeinsam Pokémon Sonne zu spielen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Projekt wieder mit dabei. Ich freue mich auf euch. Wie üblich, bewertet dieses Video, die Projektreihe, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Und ja, lasst vielleicht ein Abo da. Man sieht sich in dem nächsten Projekt mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Verlasse ich dieses Projekt und sage: Macht's gut. Ciao, ciao.